Hallo und herzlich willkommen beim Mittwoch von der Hafenstraße. Mein Name ist Robin Hilger, Stürmer bei SSV Gefelbert. Mein Name ist Kai Schwertweger, auch von der SSV Gefelbert. Und vorab sehen wir das Tor der Woche vom SV Mönchengladbach. Hat gespielt gegen den VfL Willig und da hat der Sandro Santos Ferreira vom SV Mönchengladbach das 1:0, Endstand 2:2 erzielt. Das sehen wir uns jetzt an, ein Traumtor war es. Viel Spaß. Olli, Wussi, nein, Manon, hi, grüß dich, ja. Alter, hola, König amigo. Von Mallorca. Aquí están Manon y Stefan otra vez. Te presentamos el Met de la Carretera del Puerto. Das war Spanisch. Genau. Wie bei der Maus. Wie bei der Maus, richtig. Genau. Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen beim Mittwoch von der Hafenstraße in alter Frische. Ich bin wieder da und freue mich, mit dir zusammen über den Amateurfußball zu sprechen. Haben natürlich wieder viele Häppchen mitgebracht. Bitte abonniert unsere Kanäle auf Facebook, Instagram und YouTube und seid dabei. Stefan, wir haben ja das Tor der Woche gesehen, das war sehr schön. Ja. Und ja, du hast auch direkt wieder in deiner Taktikkiste gefudelt. Ja. Und hast es was mitgebracht. Vorab erwähnen wir nochmal, das war der Sandro Santos Ferreira vom SV Mönchengladbach. Geile Kiste. Haben die Jungs gerade schon so schön erzählt. Haben die gerade schon super angekündigt. Genau. Und deswegen springen wir jetzt auch direkt rein vom vergangenen Wochenende, weil wir übertragen ja die zweite Form Bundesliga, wissen wir ja jetzt alle, gucken auch jeden Sonntag und jeden Samstag immer schön die Spiele. Da haben wir eine Situation und zwar von der Partie SV Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach. Und da gehen wir direkt mal rein beim Spielstand von 2:1, dementsprechend noch für Werder Bremen. Dort sehen wir, letzte Aktion quasi, Borussia Mönchengladbach nochmal im Angriff, eigentlich ganz gut zugestellt. Angriff über die linke Seite, Einwurf, kann eigentlich nicht viel passieren. Doch da, was passiert, der Abwehrspieler von Werder Bremen köpft den Ball zu einem von Mönchengladbach, der kann wiederum gleich die Flanke bringen, was wir jetzt gleich sehen werden. Und es wird dann doch nochmal gefährlich. Und da gehen wir mal in den Fokus rein, sehen ein 1:1 Duell. Und was sollen wir machen? Sagen, super eiskalt verwertet und vollendet. Aber auch irgendwie ein Kacktor des Monats so ein bisschen. Ne? Also wie der Ball da so rein dumpelt, ich muss sagen. Ja, muss man. Aber so machen muss man sich den Platz verschaffen im 16er. Da haben wir gleich auch noch einen Gast bei uns hier in der Sendung, der uns immer erklären wird, wie man so sich seinen Platz in der Box, heißt es ja heutzutage. Also in Gerd Müller-Manier quasi den Arsch rausstreckt. Ganz gut. Ganz genau, richtig. So sieht's aus. Ja, und du hast es gerade gesagt, zweite Frauen-Bundesliga war sehr spannend, aber nicht nur die, sondern auch Oberliga. Ja, wir haben am Wochenende natürlich wieder viele Spiele in der Oberliga auch gehabt. Eins davon, ja, der ETB. Der hat nämlich gegen die Spielvereinigung Felbert gespielt, auswärts, ja, mit 3:1 gewonnen und seinen guten Saisonstart fortgesetzt, lieber Stefan. Und du hast da einiges erlebt. Ich habe einiges erlebt, das ist schön. Naja, ich habe mich genauso, ich will jetzt nicht sagen gefreut, weil wir haben ja gleich noch Gäste hier aus Felbert. Also kann man ja nicht sagen, dass wir uns gefreut haben. Nein, haben wir nicht, aber wir sehen ganz einfach einen Trend zu erkennen. Unsere Gäste von vor 3 Wochen, die Kombo vom ETB hier gewesen. Mettbrötchen gegessen und schwuppsiwupps läuft die Laube. Ja. Denn sie haben uns nach dem Spiel nochmal Bilder geschickt, sehen wir jetzt gerade jetzt hier aus der Kabine. Und zwar schreibt der Sebastian Michalski uns dann auch noch Grüße vom Spitzenreiter der Oberliga. Das Mett hat Glück gebracht. Sonntag Malek, Mittwoch Capitano und heute wieder Malek getroffen. Also Wahnsinn, bei denen läuft es auf jeden Fall. Ja, ich habe Malek dann auch abends noch in der Lucy in Essen getroffen. Ja, ne? Da konnte ja gar nichts mehr schief gehen. Da konnte gar nichts schief gehen. Er hat ihn dann von seinem Platz verdrängt. Der musste sich da tatsächlich umsetzen. Konnte er verkraften. Er hat gesagt, die Mettbrötchen waren so lecker, da kann man schon mal hier auch den Tisch freimachen. Ne? Richtig. Mit Malek war also, wie immer schön. Also sehen wir dann quasi Mettbrötchen, Spiel gewonnen, abends Lucy. Und wie das Spiel ausgegangen ist, sehen wir uns jetzt nochmal an. Thank you.
Ja, und dann haben wir jetzt auch unsere Gäste hier sitzen aus Velbert. Deswegen haben wir gerade nicht so überschwänglich gejubelt, als wir gesehen haben, dass ITB gewonnen hat. Heißen euch herzlich willkommen, Robin Hilger und Kai Schwertfeger. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank erstmal, dass er den weiten Weg aus Velbert auf euch genommen hat. Ja, hat beide natürlich schon trotzdem ein bisschen was auf dem Buckel, auch du mit 23 Jahren. 127 Tore in 163 Spielen klingt wirklich nach einem Torjäger, muss ich ganz klar sagen. Ja, werden wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Und ja, zu dir kann man sagen, du hast natürlich schon ein paar Vereine auch hinter dir, unter anderem Fortuna Düsseldorf, glaube ich, eine sehr prominente Station, Karlsruhe SC, Hansa Rostock, um ein paar zu nennen. Gehen wir gleich natürlich auch nochmal drauf ein. Und ja, Thema, wir haben es gerade gesehen, natürlich das Spiel gegen ETB. Wollen wir gar nicht lange fackeln. Im Derby lief es noch richtig gut für euch. Ja, da habt ihr ein super Spiel, denke ich, abgeliefert. Und ja, jetzt gegen ETB, dann eher nicht so. Wir haben jetzt gerade die Bilder gesehen. Woran hat gelegen, wie man so schön fragt. Ja, ich glaube, es war gar nicht so schlecht, wie das Ergebnis, glaube ich, aussagt. Wir hatten ein bisschen auch Pech an den Füßen gehabt, haben zu einfache Gegentore kassiert, die so nicht passieren dürfen. Und ja, gut, waren verschossene Elfmeter dabei, ein Kopfball gegen die Latte dabei, auf der Linie geklärt. Da kam einiges zusammen. Gut, am Ende ja, hat ETB das Spiel 3-1 gewonnen, weil sie effizienter waren an dem Tag. Muss man abhaken, ist Anfang der Saison. Klar. Das wird weitergehen. Stefan. Kann man so erstmal im ersten Moment stehen lassen, klar. Also, für dich auch der Elfmeter der Knackpunkt in der Partie oder war der ETB an dem Tag besser? Ich sag mal, wenn der Elfmeter reingeht zum 2-2 kurz vor der Halbzeit, ist natürlich nochmal ein psychologisch wichtiger Zeitpunkt, wenn du den Ausgleich da machst. Aber ja, sollte nicht sein. Und in der zweiten Halbzeit hat ETB dann einfach auch mehr gefightet und wollte die drei Punkte viel mehr. Wir hatten natürlich, wie der Kai schon gesagt hat, Pech, auch mit dem Lattenschuss auf der Linie geklärt. Aber ja, im Großen und Ganzen geht das 3-1 dann für ETB auch irgendwo in Ordnung. Fairer Verlierer. Ja, jetzt steht ihr aktuell mit 3 Punkten dort. Wie sind denn so die weiteren Ziele für die Saison? Also klar, ist jetzt kein verkorkster Saisonstart, alles andere, also ne, drei Punkte nach 2 Spielen. Was ist denn so die Erwartungshaltung bei euch? Ja, wie gesagt, ich glaube, wir sind am Anfang der Saison, wir wollten einen guten Start hinlegen, haben jetzt leider, hatten das Nachholspiel während der Woche, ist ja ausgefallen, beziehungsweise verlegt worden. Jetzt haben wir die erste Niederlage. Müssen wir am Sonntag dann in Krai die nächsten 3 Punkte holen. Das ist unser Übertragen Ziel. Wir übrigens bei soccerwatch.tv. Sehr gut. An dieser Stelle. ja, und wie gesagt, erstmal gut in die Saison starten. Mit Sicherheit wollen wir eine gute Rolle spielen in dieser Liga. Was am Ende dabei rumkommt, wird man sehen. Aber ich glaube schon, dass wir eine gute Mannschaft haben und wir wollen auch eine gute Rolle in der Liga spielen. Das auf jeden Fall. Wir haben natürlich auch noch ein paar persönliche Fragen an euch. Du bist ja gerade bei uns leider mit Krücken hier reinmarschiert. Die stehen jetzt hier schön an der Seite, aber man sieht es auch. Versteckt extra, er sieht besser aus. Aber man sieht es auch an deinem Bein. Dennoch, dein Wechsel natürlich vom Konkurrenten SC Velbert zur Spielvereinigung hat natürlich auch viele so ein bisschen beschäftigt. Man hat es auch bei Reviersport gelesen, so war schon ein bisschen Thema. Was waren deine Beweggründe dafür? Also selber so, was versprichst du dir davon? Welche Ziele hast du dir da so persönlich gesetzt? Also zunächst einmal, ich habe ja in meinem alten Verein SC Velbert ja mein Leben lang gespielt. Ich hätte in der Jugend die Chancen gehabt, mal zu wechseln, habe es aber nie gemacht. Und ich wollte jetzt für mich, nach 5 Seniorenjahren bei SC Velbert, wollte ich für mich einfach mal einen Tapetenwechsel haben, eine neue Herausforderung, mal ein neues Umfeld, aus dem gewohnten Umfeld rauszukommen. Klar. Und ja. Ein ganz anderes Land, eine ganz andere Sprache kennenlernen. Und Velbert. Ja, das muss ich halt auch mit dem Job dann vereinbaren, ne, so ein Wechsel. Und ja, und da bei SVG hat es gepasst. Und zur Rückrunde möchtest du wieder fit sein, hast du jetzt gerade gesagt. Genau. Dann drücken wir die Daumen, dass das klappt. Danke, danke. Gerne. Darf man das bei dir sagen? Du spielst jetzt nur noch in der Oberliga, wir haben es gerade gehört, der Manuel hat die ganze Station aufgezählt, zweite Liga damals, richtige Highlights wahrscheinlich für dich, aber darf man das sagen, mit 30 Jahren haben wir jetzt gerade gehört, nur noch Oberliga? Ja, was heißt nur noch Oberliga? Ich glaube, es ist auch eine gute Liga und man muss auch irgendwann gucken, wie es auch nach dem Fußball weitergeht und umso höher man spielt, umso schwieriger ist es, sage ich mal, eine Doppelbelastung zu fahren. Das hört die Mutter sehr gerne. Nein, und wie gesagt, mit 30 ist man ja auch nicht mehr, oder bald 31 nicht mehr der Jüngste im Fußball und dann muss man ja auch sehen, wie es nach dem Fußball auch weitergeht. Und ich glaube trotzdem, dass die Oberliga auch noch eine gute Liga ist. Man sieht es Woche für Woche, dass da auch gute Spiele sind und macht auch Spaß, in die Liga zu spielen. Und ich glaube, da kann man, das ist eine gute Liga, wo man das gut verbinden kann. Ja, dann haben wir noch den Ausblick auf die nächste Runde im Niederrhein-Pokal, denn wir wissen alle, wir haben ja auch die Auslosung verfolgt, ihr würdet in der nächsten Runde, wenn der MSV sich durchsetzt, gegen den SuS Oberhausen auf den MSV Duisburg treffen. Verfolgt man das dann schon oder hat man das schon im Hinterkopf? Auch wenn du jetzt verletzt bist, aber
Hast ja auch einen ehemaligen indirekten Stürmerkollegen dort vor dir gehabt, den Leroy Jack Nichols, der jetzt beim MSV spielt, der ja aus Velbert kommt. Also ich denke mal, für die Mannschaft wird es auf jeden Fall ein besonderes Spiel sein, ne? Für MSV Duisburg, wenn man jetzt sieht, bei den Heimspielen haben sie ihre 10.000, 20.000 Fans da in der dritten Liga. Und klar ist das auch was Besonderes, dann gegen den Leroy Mickel zu spielen, der da jetzt letztes Jahr die Tore geschossen hat bei SSVG. Der wird auf jeden Fall ein Highlight spielen. Ne? Die nächste Runde ist für Duisburg noch nicht gebucht. Die müssen sich erstmal durchsetzen. Ganz Velbert brennt. Ja. auch der SC wahrscheinlich. Auch der SC, ja, sicher. Gehen wir auch direkt in das erste Foul rein. Richtig. Du machst das immer so gut. Weiß gegen Gelb, so gut. Weiß gegen Gelb, würde ich sagen. Und Gelb läuft an, der Torwart kommt raus und ja, das ist wieder so eine Frage. Ne? Also er berührt ihn, glaube ich, schon. Schiedsrichter 30 Meter entfernt, wie das im Amateurfußball manchmal so ist, zeigt auf den Punkt. Schöne Schwalbe. Schöne Schwalbe. Ich weiß es nicht, ich glaube, es war einer. Ja, haben wir jetzt auch mit in den schlechten Zeiten drin. Richtig. Schöne Schwalbe. Gehen wir direkt ins zweite Foul rein. Weiß gegen Weinrot, Stefan. Das wird dir gefallen, wenn ich das so sage. Fehlpass-Festival im Mittelfeld. Ja, Weiß da nochmal einen schönen Doppelpass und ja, hinten schön. Oh, Doppelfoul. Ei, und ja. Ich sehe jetzt gar nicht, wo ich hingucken soll. Ja, ja, da liegen jetzt einfach alle am Boden. Im Hintergrund die Zuschauer noch alle, siehst du? Ja, schönes Ding, was die Redaktion da rausgesucht hat. Und auf Nummer 3 bin ich auch noch gespannt, ob wir auch nochmal Synchrontanzen haben. Und dann wird der Erste umgetreten, der Ball wird dann in die Gasse gespielt. Da kommt wieder der Torwart. Wieder der Torwart raus. Der Rüpel. Ist wahrscheinlich derselbe wie bei Tor 1, bei Foul 1. Bei Foul 1, ja, richtig. Ja, auch wieder klare Elfer, aber der Torwart beschwert sich gar nicht. Und ich denke mal, darum war es eine klare Kiste. Hat er eingesehen. Schönen Dank an die Redaktion. Schöne Foul. Kleine Häppchen. Ja. Aber jetzt kommen wir natürlich zu den allerschönsten Dingen, nämlich zu den Toren. Ja, und schauen gerne mal in die guten Zeiten. In die guten Zeiten. So. Tor Nummer 1. Richtig, Stefan. Sache dann, was haben wir? Da haben wir den herrlich. Enzo Carigano von TuS Haslinghausen zum 1:0. Nimmt sich den Ball selber hoch. In der Partie Haslinghausen gegen Hagen. Ein Hauch Spielvereinigung Velbert in diesem Spiel. Ja. Herrlich gemacht, muss man sagen. Und gucken wir mal direkt Tor Nummer 2. TuS Hagen, Stefan. Genau, schöne Grüße an den Olli, der hat es natürlich nicht gemacht, denn der kann keine Tore schießen. Aber der Kevin Pradella vom TuS Hagen zum 8:1 gegen den SC Union Bergen. Vorher schon durchgesetzt, würde ich sagen. Ja, geil gemacht. Und dafür, dass das die vierte Herren war, muss ich sagen, also bei dem Bier, was da getrunken wird, ist der noch ganz schön flott unterwegs. Ja, da haben wir auch wieder was gesehen. Ich noch nicht lange da. Ne, ich denke auch. Der wird nochmal ein Thema bei der Spielfrei. Ja. Tor Nummer 3. TuS Mündelheim, dritte Mannschaft gegen VfL Duisburg Süd. Der Marius Stolzenburg. Jetzt sind wir ein bisschen gespannt, was da passiert, weil der Torwart hat den Ball. Ja. Und schlägt mal ab. Und jetzt bin ich schwer gespannt. Wo tippt er auf? Tut er tatsächlich geil. Geil, das ist geil. Ja. Aber hat der Torwart auch irgendwie nicht mehr so viel Bock gehabt, hinterher zu laufen, hatte ich so den Eindruck. Und die ganze Truppe rennt hin und feiert den Torwart. Ach, guck mal, da will schon Küsschen und hoch. Ist auch schön, wenn die Mannschaften noch Leibchen tragen, weil den anderen Trikotsatz gibt es nicht. Ne? Aber trotzdem herzlichen Glückwunsch zu diesen schönen Toren. Ich finde geile Buden dabei, muss man ganz klar sagen. Und ja, haben natürlich wie immer für euch auch die Möglichkeit, ja, Tore, Fouls, wenn ihr was seht, was wir nicht sehen, schickt es uns zu, schickt uns eure Videos gerne bei Facebook, bei Instagram oder auch per E-Mail. Ruft den Stefan an, nachts, tagsüber, scheißegal, der freut sich. Unter 0 an. Ja, ganz genau. Und haben natürlich noch unser Legendentrikot, denn unsere Gäste dürfen natürlich wie immer darauf unterschreiben. Für einen guten Zweck, die Aktion Roter Keil von Roman Weidenfeller, Helene Fischer und Sebastian Kehl unterstützt. Ja, und da dürft ihr natürlich auch gerne Teil dran haben. Haben schon viele drauf unterschrieben. Thorsten Legert, Timo Brauer. Ilja Basol, Isabel Schenk, genau. Wursti von letzter Woche, Andreas Kossenjans, das Maskottchen hier, der Ennards, ne, sehen wir immer wieder. Genau. Oma. Also richtig geile Kiste. Und unsere Jungs hier, der Robin, richtig. Den setzen wir jetzt mal nach vorne in den Sturm. In unserer Legenden-Elf. Machen wir auf. Und der Kai ins Mittelfeld. So. Genau. Schön Trikot ziehen, hat man schon was Kleines. Dabei bleibt mir noch der Aufruf, wie gesagt, nächste Woche Krei gegen Velbert hier bei soccerwatch.tv. Und wieder ein Spieltag der zweiten Frauen-Bundesliga. Alle Spiele hier bei uns bei soccerwatch.tv. Vielen Dank. Ich denke, du hast auch schon ein bisschen Übung im Autogramm schreiben. Ne? Ja, schön. Vielen Dank, Jungs, erstmal. Und wir haben natürlich noch was Schönes mitgebracht. Wir haben nämlich bei Instagram und auch bei Facebook mal mit euch darüber diskutiert, wie ihr denn eigentlich dazu steht, dass der Kollege Jatta vom HSV noch da spielt, ja, ob das Ganze überhaupt so rechtens ist oder ob das Quatsch ist. Ja, und ihr hattet eure Meinung dazu. Und der Stefan liest euch jetzt mal vor, was da so
passiert ist. Ja, genau. Wir haben nämlich den Carsten Wigralla, der uns geschrieben hat. Schlechter Verlierer, erst gegen ihn spielen, dann verlieren und dann Einspruch einlegen. Also der VfL Bochum, Kritik hier an ihn. Lösen wir jetzt erstmal nicht so auf. Wir gucken erstmal, was dabei so rumkommt. Und der Albert Sia hat geschrieben, klar zu Recht Einspruch eingelegt. Wir haben uns in der Jugend schon immer gewundert, wenn die Jungs, die mit 15 Schnurrbart hatten, dann alle noch am 1.1. geboren sind. Ja, das kennt man, aus der oder aus dem Jugendfußball. Genau. Da spielt man dann mit 11 schon mal gegen 1,90 Hüden. Ne? Also, schon mal vorgekommen, ja. Ja, hatte ich auch schon. Also, leider mal eingeschränkt. Ja, wie steht ihr zu der Sache? Kurz mal so gefragt. Ich habe mich damit ehrlicherweise nicht so sehr auseinandergesetzt mit. Und ja, wie gesagt, ich glaube, das muss auch andersweitig erstmal geklärt werden, was da nun wirklich Wahrheit ist und was nicht. Deswegen. Du hast ja auch eher selten in der Kreisliga gespielt. Ich wollte gerade sagen, ja, Gott sei Dank, dann doch etwas höher. Noch nicht. Aber vielleicht kommt das ja nochmal, ne? Wer weiß. Ich weiß nicht. Ja, wird eine schöne Erfahrung, denke ich, ganz am Ende. Ja, Stefan hat das Bier aufgemacht. Wir danken euch erstmal für euer Kommen, für euren Weiten, wie ich auch selber gesagt habe. Ja, vielleicht sehen wir uns dann mal, ich sage immer noch gerne, an der Sonnenblume. Ich wünsche euch natürlich viel Erfolg. Dir auf jeden Fall eine gute Genesung mit der Verletzung, dass wir dich in der Rückrunde wieder in Gerd Müllermann hier im Strafraum sehen. Ja. Und Stefan, du bringst die Mettbrötchen. Bring den Hauptstar zum Schluss hier ins Spiel. Sportler hin oder her, aber wir geben es euch gerne. Ja. Und deswegen auch dann den Kai nochmal die Frage, aufgrund der Historie. Du hast jetzt die Möglichkeit, die Staumer oder Meldins? So, ich komme aus Düsseldorf, bin da geboren. Ich glaube, dann erübrigt sich die Frage. Ja, perfekt. Dann machen wir auch mal hier sowas Nettes für dich. Du kannst ne? Du bist ja raus aus der Band quasi. Gruß an den Trainer. Du bekommst deins, passend zum Trikot heute mal. Ne? Perfekt, ja, ganz genau so sehe ich das auch. Das ist auch ein Nettes. Ja, abonniert wie immer unsere Kanäle bitte. Facebook, Instagram und YouTube, seid dabei. Wir danken euch recht herzlich, freuen uns auf die nächste Mettwoch-Sendung, wo wir wieder ein paar schöne Überraschungen für euch parat haben. Und ja, verbleiben mit den freundlichsten, metthaften Grüßen von der Hafenstraße. Vielen Dank fürs Zuschauen. Adios.